Ja, wir wollen schauen heute in den Osten der Ukraine. Dort führt die ukrainische Armee weiterhin Präzisionsangriffe aus, um eben ihre Offensive dort im Osten in der Region Luhansk vorzubereiten. Wir schauen uns das erstmal auf der Karte an und wir gehen jetzt in eine Region, aus der man sonst sehr wenige Bilder sieht, weil sie eben sehr, sehr weit hinter der Front ist, nämlich hier unten, also quasi in diesem Dreieck, wo außen herum ja das tatsächlich das echte Russland ist und hier eben das seit 2014 besetzte Gebiet. Region Luhansk, wie gesagt, südlich der Großstadt Luhansk. Dort haben uns neue Bilder erreicht aus zwei Städten. Die erste ist Alschewsk. Und in Alschewsk, wir sehen es hier, ja, sehr schön inszenierte Bilder des russischen Armeesenders Vesta, gab es einen Angriff am 5. Dezember nachts auf angeblich ein Studentenwohnheim der lokalen Industrieschule. So also Industriefachschule. So also die offizielle Version. Es soll dort mehrere tote Studenten gegeben haben, wurde bisher gesagt. Doch heute Morgen kam ein Video raus, was genau die Nacht des Angriffes zeigt, und zwar von innerhalb dieses angeblichen Studentenwohnheims. Und wir sehen und hören, hier sind nicht Studenten, sondern es sind russische Soldaten und verschiedene Wagner-Söldner, die also hier angegriffen wurden, die in dieser Nacht genau in diesem Haus waren, wahrscheinlich dort ja ihr Lager hatten oder eben einfach genächtigt haben, denn viele Studenten gibt es da selbstverständlich nicht mehr, seit Russlands Krieg angefangen hat. Und diese Aufnahmen wurden eben genau lokalisiert, das ist das Haus in Alschewsk. Dort soll es nach ukrainischen Angriffen mindestens 10 tote russische Soldaten und Wagner-Söldner gegeben haben. Und wir sehen das hier noch einmal. Das ist also ein Präzisionsangriff, der genau auf das Dach in die oberen Stockwerke hier ausgeführt wurde von der ukrainischen Armee, von einem HIMARS-System. Ein HIMARS-System, also eine 80 Kilometer Reichweite Präzisionsrakete der Amerikaner. Keine Studenten wurden getötet, sondern russische Soldaten und Wagner-Söldner. Und aus einer Stadt ganz in der Nähe, nämlich Kadivka, erreichen uns ebenfalls Fotos eines dort angegriffenen Hotels. Auch in diesem Hotel sollen Wagner-Söldner gewesen sein. Und wir sehen hier Gastoi Dom, also das ist ein Gästehaus. Und diese Fotos waren schon bekannt seit gestern. Aber einige Menschen ist im Internet was aufgefallen, nämlich dass dieses Haus schon mal fotografiert wurde. Und zwar vor einigen Wochen, als es noch gestanden hat, mit diesem Herrn davor. Und dieser Herr, es sind bislang Gerüchte, es ist nicht 100% bestätigt, aber es könnte Pavel Prigozhin sein. Pavel Prigozhin, der Sohn von Jewgeni Prigozhin, dem Chef der Privatarmee Wagner. Eben Jewgeni Prigozhin, ein alter Putin-Freund, auch als Putins Koch immer wieder genannt, der offenbar im Internet ein Foto veröffentlicht hat von ihrem Hotel, vom Wagner-Hotel dort in Kadivka. Und dieses Wagner-Hotel, beziehungsweise die ukrainische Armee, hat dieses Foto offenbar gesehen und hat dann daraufhin dieses Gebäude angegriffen und zerstört. Ob er das wirklich ist, ist nicht hundertprozentig klar. Man glaubt es, das Gesicht ist sehr ähnlich. Und ob er noch lebt, ist ebenfalls nicht klar. Was macht Russland? Russland reagiert auf diese Präzisionsangriffe mit brutaler Gewalt, wie immer. Russland hat keine Präzisionswaffen und insofern sehen wir hier erneut den Einsatz thermobarischer Waffen. Wir schauen uns das mal an. Riesige Explosionen in eben den völlig zerstörten ukrainischen Städten. Das ist Novosilsk, ebenfalls in Luhansk, in der gleichen Region, die wir eben gerade gesehen haben. Diese Stadt ist eine Frontstadt, die noch von der ukrainischen Armee gehalten wird. Und wir sehen, wie immer wieder diese TOS-1, das sind wie gesagt thermobarische Waffen, die also bei ihrer Explosion ein giftiges Gemisch entzünden in der Luft und somit noch den Sauerstoff nutzen in der Luft, um eben eine noch stärkere Explosion zu erzeugen. Diese Stadt soll noch, oder die Ruinen dieser Stadt sollen noch von der Ukraine gehalten werden und werden aktuell von Russland angegriffen. Ein weiteres Video hat uns erreicht aus der Region Saporischschja. Saporischschja, also etwas weiter südlich. Auch dort nutzt Russland ziemlich brutale Waffen, und zwar solche hier. Das sieht jetzt erstmal aus wie ein Mehrfachraketenwerfer, ist es aber nicht. Was wir hier sehen, ist ein System, was über 10 Kilometer Minen verschießt. Also was den Raum vermint, was Felder vermint, was Straßen vermint. Diese Raketen, die wir hier sehen, die fliegen jetzt ungefähr 10 Kilometer weit in das Zielgebiet. Und dort kommen dann Minen aus ihm heraus. Und wir haben das am Ende mal uns angesehen, wie das aussieht. Das ist eine von den Minen. Es gibt Dutzende pro Rakete. Die schweben dann an kleinen Fallschirmen in das Zielgebiet. Also wir sehen uns das nochmal an. Russland ist es also in der Lage, 10 Kilometer entfernte Gebiete zu verminen. Das ist angeblich ein smartes, ein intelligentes Gerät, weil diese Minen theoretisch sich selbst zerstören können innerhalb von 8 Stunden oder 24 Stunden. Wenn man das nicht so einstellt, dann stellen die natürlich noch für Monate und Jahre dort eine tödliche Gefahr. Nicht nur für Soldaten, sondern auch für Zivilisten dar.